Wir sind bei Ann-Marlene Henning in der Praxis, Paar- und Sexualtherapeutin. Und ehrlich gesagt interessiert uns jetzt auch, was dein Job ausmacht und was du genau machst. Also natürlich ganz viel Therapiegespräche, aber manchmal muss ich auch einem Klienten körperlich was beibringen. Wie ich immer sage, wir bleiben angezogen und hier wird kein Sex stattfinden. Aber zum Beispiel habe ich mir eine Unterhose besorgt. Das ist jetzt wie in so einer Kochstudium, ne? Studie, ne? Aber es gibt ganz viele Frauen, die nicht gerne anfassen. Den Penis überhaupt. Und ich habe mir gestern für eine Klientin überlegt, ich habe diese Weichen, dass ich den so reinlege. Sie sagt immer, ihr Mann liegt da und sie traut sich gar nicht hinzufassen. Und ich habe gesagt, komm, wir machen es einfach mal. Da habe ich dir gesagt, guck, da ist er und fass mal da einfach hin. Und das löst er aus. Nee. Und am Ende hat sie es aber gemacht und hat gemerkt, ah, das fühlt sich eigentlich ganz gut an. Für meine Hand. Ich werde probier mal. Ich mache das jetzt mal. Ich mache das jetzt einfach mal. Achtung. Ja. Peter spielt den Klienten. Das ist gut. Ja, Astrid, mach mal. Ja. Das fühle ich in der Firma, wenn es für dich ist. Nicht du bedienst ihn, sondern wie fühlt es sich an für dich? Also das ist relativ natürlich, ne? Ja, genau. Ja. Ja, genau. Wo hast du die denn her? Jedenfalls, was ich möchte, ist, dass diese Klientin oder solche Klientin irgendwann damit Lust verbinden. Sie sehen schon, es geht ans Eingemachte. Talk dort an Marlene Henning. Wir freuen uns.